Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, ich habe offscreen nachgeschaut, ob wir was noch tun können. Eine Sache, was ich hier eingebaut habe bei dem Wagen, Nitro Stufe 2 und ich habe Karosserie und die Lackierung alles stock gelassen, weil ich habe mir die Spoiler angeschaut, die waren jetzt relativ unspektakulär ein bisschen. Und ja, ich finde den Wagen sieht optisch auch so ganz gut, obwohl der Spoiler ein kleines bisschen zu krass ist, aber ne, komm, passt schon hier eigentlich. Da fällt wieder einer mit dem SLR mit und dem Golf, der komplett stock aussieht und natürlich mit so einem Spoiler noch hinten. Aje, ich finde ja Spoiler bei Hot Hatch ist irgendwie nicht so toll. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der das nicht so toll findet. Aber ich glaube, ich kenne einen, der das auch nicht mag, der Tom Thompson. Ich weiß nicht, ob ihr Tom Thompson kennt. Ehemaliger YouTuber, der leider keine Videos mehr macht. Und der hat ja auch damals Forza Horizon 1 und sowas gespielt. Habe ich verdammt gerne mir solche von ihm die Videos mir angeschaut. Wegen ihm kenne ich ja mich auch ein kleines bisschen mit Forza aus. Vor allem so die älteren Teile. Ich habe ja erst ab Forza Motorsport 6 Apex angefangen, Forza zu spielen und alles davor nur durch seine Videos halt ein bisschen kennengelernt. Und ja, ich werde übrigens auch irgendwann einen Forza Marathon machen. Ich habe ja schon mit Forza Motorsport 1 angefangen, ein bisschen Schleichwerbung für meinen Kanal hier machen. Wir haben 60 km/h Vorsprung, auch sehr gut. Und gleich kommt die nächste Radarfalle. Müssen wir ein bisschen jetzt hier Nitro sammeln. Oh, das war nicht gut. Aber die wurden auch eingebremst, die KIs, ein bisschen dadurch, durch den Verkehrsteilnehmer. 261 haben wir jetzt erreicht. Ich möchte mal gerne so irgendwie 330 schaffen hier. Ein Blitzer mit 330 durchfahren, das wäre echt super. Okay. Ah, fast 317 war das. Auch immerhin sehr viel. Wollte aber gerne 330 erreichen, ne? Vielleicht erleben wir das noch heute. Naja, das ist glaube ich das letzte Radarfallenrennen hier. So, da ist die nächste Radarfalle. 263 und die Polizei sucht uns. Ui, ui. Das ist nicht gut. Ach, kommt ja auch schon die Polizei. Oder? Nee, doch nicht. Vielleicht so eine Masterstrategie. Wir haben ja über 100 km/h Vorsprung. Vielleicht den, der hinter uns ist, jetzt vorlassen, damit er von der Polizei halt verfolgt wird und wir halt so in Ruhe gelassen werden hier. Aber nee, das macht jetzt lieber nicht. Ja, da ist die Polizei. Super. Vielleicht fahren wir so schnell. Vielleicht, wenn wir hier die Abkürzung nehmen, entkommen wir schon. Das wäre super. Oh, Mann, ich habe zu viel über Forza gesprochen und bei Forza kann man wirklich alles kaputt machen. Bäume, Büsche und so weiter und ich habe dann versucht hier den Baum kaputt zu machen. Aber hat ja nicht ganz geklappt, ne? Wie ihr gesehen habt. Und wow, sind mal ganz schön viele Polizisten hier. Wir müssen ganz schön abhauen. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich den Wagen irgendwann auch optisch tunen, weil ich möchte den Wagen nicht als Meilensteinfahrzeug nehmen. Oh, da hat er da richtig gut überschlagen hier. Nicht schlecht. Komm, wir fahren jetzt mal hier nach rechts. Ah ja, sind ganz schön viele Polizeifahrzeuge hier. Ist das überhaupt gebracht? Ich glaube nicht, ne? Doch, hat was gebracht, okay. Drei Autos habe ich zerstört und da ist noch hinter uns einer, aber dann werden wir hier den Donutladen kaputt machen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt auch kaputt gemacht habe. Sieht. Nein, warum nicht? Ach komm. Komm, wechseln wir die Spur hier. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, bis die Verstärkung kommt. Ja. Der ist ein bisschen dumm gerade. Gut, wir müssen jetzt mal hier irgendwo ein Versteck finden. Ich glaube, da vorne ist ein Versteck. Yep, ich bin ja super einfach entwischt. Okay, wir können einfach jetzt hier stehen bleiben. Ich muss den Wagen wahrscheinlich irgendwann tunen auch. Weil wenn man eine Optik von dem Wagen ändert, dann wird auch dann hier die Alarmstufe auch niedriger wieder. Und das werde ich, glaube ich, dann auch machen vielleicht. Ich glaube, ich werde den Wagen lange behalten, sehr lange behalten. Mir wurde ja den Tipp gegeben, dass ich unbedingt den Wagen gewinnen soll. Und dementsprechend
weil der Wagen auch so schnell ist, ne? Und deswegen werde ich den Wagen auch, glaube ich, sehr lange behalten, aber ich möchte doch dennoch ein bisschen Abwechslung hier haben und auch die anderen Blackness-Fahrzeuge haben. Vielleicht können wir zum Beispiel den Evo, also wenn wir den Evo hoffentlich gewinnen, können wir dann den Wagen auch für Hauptmission auch benutzen, ne? Weil wir haben jetzt aktuell unser X8 als Kopffahrzeug. Wenn wir jetzt hier so ein paar Rennen fahren und ich dann gegen Earl fahren irgendwann, wahrscheinlich im nächsten Part, dann ist wieder die Alarmstufe dann wieder niedrig, auf 1 wahrscheinlich dann wieder zurückgestuft, weil der Wagen die ganze Zeit in der Garage ist. Dann können wir eigentlich dann direkt das Fahrzeug auch dann nehmen für Fahrtmissionen. Gut. Ach man, die Abkürzungen sind ja ein bisschen komisch hier, aber ich fahre auch ein bisschen komisch. Deswegen sind die so komisch. Ich hab jetzt so komisch, komisch, komisch. Zwei Runden müssen wir hier fahren. Ist diesmal kein K.O.-Rennen. Okay. Oh, da fährt einer direkt hinter uns. Was fährt er da? Kann ich erkennen, das ist ein... Ist das ein Baurollbretzer? Oh, cool. Oh, yeah. Der Jump. So viel Grip, das ist einfach ein Traum zu fahren, ey. Also, jetzt gefällt mir die Fahrphysik auch ein bisschen. Mehr als vorhin. Für mich ist die Fahrphysik bei Monster Hunter ein bisschen untersteuert. Als ein kleines bisschen, was ist denn los? Warum habe ich jetzt auch nur so viel Vorsprung? Der war doch vorhin vor etwa 10 Sekunden noch neben mir gewesen. Und jetzt ist er auf einmal hier der zweitplatzierte am Arsch der Welt. Oh je. Das geht mir ab. Okay. Ich beschwere mich nicht. Das ist so in Ordnung erstmal aktuell. Ja, ich kann auch ein bisschen Nitro nehmen. Das vergesse ich andauernd. Ich denke zu realistisch. Und Nitro gibt es beim Motorsport einfach nicht. Dementsprechend nehme ich auch nicht so viel Nitro. Nehmen wir mal die nice Abkürzung. Ich nehme die Abkürzung aber nicht. Keine Ahnung, die sieht ein bisschen zu gefährlich aus. Und diesmal kann ich hier die Abkürzung nehmen. Ja, die Wand ganz leicht geschält, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. 13 Sekunden Vorsprung haben wir jetzt auf den zweitplatzierten. Also wenn wir das dann nicht mehr gewinnen, ey, dann weiß ich nicht mehr. Dann heule ich. Dann würde ich sofort Rage quitten und dann den Part beenden. Nee, so krass wird das nicht sein. Bis jetzt, glaube ich, so in meiner Anführungszeichen Let's Play-Karriere. Habe ich noch nie einen Rage Quit gemacht, oder? Muss ich mal überlegen. Also, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ich einen Rage Quit mache oder gemacht habe, ist hier halt bei Midnight Club zum Beispiel. Das habe ich ja auch Let's Played und das war ja schon echt picky ab und zu mal. So, die Olle möchte wieder sagen, jo, Achtung, Achtung. Ne, scheiß drauf. Drag Rennen, jo, sind wir auch schon lange nicht mehr gefahren? Ne, doch, im letzten Part sind wir Drag Rennen gefahren. Also ist doch nicht lange her. Oh, perfekter Start bis jetzt. Erwischt. Und der fährt hier direkt, der übertreibt hier, der Erstplatzierte. Ich hoffe, dass er. Gut. Das ist geskriptet. Das ist geskriptet. Ich weiß jetzt, dass ein LKW kommt. Deswegen muss ich ganz, ganz weit rechts bleiben. Oder ich bleib jetzt einfach hinten. Und lasse. Und die werden wahrscheinlich getroffen dann die ganze Zeit. Oh, der Erstplatz ist aber schon ganz am Arsch der Welt, ey. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Da habe ich mir schon gedacht, hier gibt es eine Kreuzung und Griffin ist auf Platz. Ey, gegen Griffin sind wir schon mal gefahren, aber was ich sagen wollte, hier ist eine Kreuzung, dann kommen noch solche Unrampen, glaube ich. Alter, ich habe jetzt mein komplettes Nitro benutzt, ey, das ist nicht gut. So, wie soll ich jetzt fahren? Komplett mit... Na, fuck, ey! Ich weiß nicht, wie ich da fahren soll bei der Kreuzung. Ich glaube, die muss mittig wahrscheinlich fahren. Jetzt mal nicht so gut geschaltet. Irgendwie ganz komisch, ich kann nicht Nitro und schalten gleichzeitig, weil ich mit dem Rechner Analogstick hier hochschalte. Ey, ich hab nach links gelenkt! Oh,
Ja, jetzt rage ich. Jetzt kommt Rage Quit. Glaub mir. Also Dragon ist nicht so meins hier, ey. Also schalten tue ich eigentlich ganz okay. Aber dennoch. So, jetzt, wie soll ich jetzt. Also ich lenke nach links, ohne Scheiß. Ich lenke wirklich nach links. Och Mann. Ich glaube, ich muss die ganze Zeit rechts bleiben. Komm, ich bleib die ganze Zeit rechts und dann sollte es eigentlich funktionieren dann auch. Oh, okay. Ach komm, du bremst mich ein bisschen aus. Gut, jetzt haben wir wieder einen soliden Vorsprung. So, jetzt bleib ich hier nach. Mann! Das ist so unglaublich. Oh, nein! Oh, komm. Oh, IA, oh, ich raste jetzt ein bisschen aus gerade. Come on, jetzt schaffen wir das diesmal. Ich möchte das Event wirklich starten. Oh. Müssen wir auch andere Gegner dabei? Okay, ich hoffe, dass wir jetzt dennoch bessere Chancen haben jetzt auch als vorhin. So, jetzt links. Nein! Fuck! Das ist so unberechenbar alles hier, ne? Also Dragon ist wirklich. Ah. Oh, da fällt einer mit dem Musilago gerade. Okay. Kann ich weiter nach links fahren? Mann, das hat nicht ganz geklappt, ey. Das ist so dumm. Das ist ganz ehrlich, wer. Die Programmierer, die wissen ganz genau, dass es frustrierend ist, wenn da die Kreuzung einfach random aufploppt, ey. Also, das ist nicht random, das ist auch gescriptet. Ich weiß aber gar nicht, wie ich da fahren soll. Ich fahre einfach zu gut, glaube ich, zu schnell. Also wegen dem Wagen natürlich, ne? Nicht wegen meinen Skills, sondern der Wagen ist einfach unglaublich schnell. Dann werde ich jetzt nach links fahren und oh mein Gott, das hat irgendwie einigermaßen funktioniert. Boah, ich war jetzt überhaupt nicht zufrieden mit dem Rennen. Du hast nicht erwartet, dass es leicht sein würde, oder? Mal sehen, wie gut du klarkommst, wenn du auf einmal richtig Kohle wert bist. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Okay. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Nummer 9 auf der Blacklist. Ach so. Ist bereit. Er hat viel von dir gehört und ist unsicher, ob er dich schafft. Knöpf ihn dir sofort vor. Er ist deine letzte Hürde vor Rockport. Bring's hinter dich. Rockport erreichen wir danach. Das ist sehr cool. So, jetzt aber noch schnell die anderen Rennen fahren. Ich glaube nicht, dass wir heute noch gegen Earl fahren. So. Mautstelle war das, ne? Ja, okay, Mautstellen sind relativ einfach. Und jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen nach diesem Drag-Rennen. Also Maut. Ich glaube, das ist immer. Das muss ich immer machen. Jetzt nach Drag-Rennen Mautstellen fahren. Dann entspanne ich mich wieder ein bisschen, habe ich wieder mehr Bock, hier das weiterzumachen. Ne, keine Sorge. Mir macht das übrigens richtig Spaß. Most Wanted habe ich lange nicht mehr gespielt. Wirklich lange nicht mehr gespielt. Insgeheim finde ich aber Underground 2 besser. Keine Ahnung, ich glaube, weil ich Underground 2 mit Underground 2 und 1 vor allem mit dem ersten Teil groß aufgewachsen bin. Natürlich bin ich auch mit Most Wanted aufgewachsen, aber Underground 1 habe ich einfach als Kind mehr gespielt irgendwie. Und dementsprechend finde ich Underground 1 und 2 besser. Ich finde sogar, ich bin einer der ganz wenigen, der sogar Underground 1 besser findet als Underground 2. Keine Ahnung, warum ich das so finde, beziehungsweise warum andere denken, also nicht denken, warum einige der Meinung sind, dass Underground 2 besser ist. Ich finde einfach die Farbphysik bei Underground 1 richtig cool. Okay, bei Underground 2 kann man ja auch halt frei herumfahren. Das war ja halt das erste Need for Speed Spiel, wo man so frei herumfahren kann. Aber dennoch, ich fand es irgendwie Underground 1 besser. Ich habe auch Underground 1 deswegen sehr richtig krass gesuchtet, weil ich ja da auch online gespielt habe mit meiner PS2. Man konnte ja mit der PS2 ja auch online spielen und man musste sich dazu extra irgendwie bei Sony so eine CD holen bzw. bestellen. Das war aber kostenlos. Das hat mein Vater natürlich für mich gemacht.
Mit dieser CD konnte man die PS2 dann auch für online einrichten. Und ja, das habe ich. Deswegen gab es auch so wenige PS2-Spieler, glaube ich, online bei Underground 1. Das Coole war aber noch bei Underground 1, man konnte gegen PC-Spieler auch zocken. Also ich hatte ja zwar eine PS2 nur gehabt, konnte aber gegen PC-Spieler zocken und die PC-Spieler haben auch einige Mods installiert, so neue Vinyls und solche Sachen. Und ich habe mir die Vinyls angeschaut, man konnte ja sich die Autos angucken von den Online-Gegner. Und da habe ich mir die Vinyls angeguckt und denke mir so, oh, warum sieht die Karre so geil aus? Diese Vinyls kenne ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass da damals noch die Möglichkeit gab, wirklich ja, auch Mods zu installieren bei Underground 1. Das konnte man bei der PS2 ja nicht so gut machen. Aber bei PC wiederum halt, ne? Boah, das war gut. Das war, glaube ich, echt perfekt, Alter. Also, ich glaube, Kuro wäre stolz auf mich. Okay, jetzt können wir aber hier mal runter springen. Kuro wäre, glaube ich, stolz auf mich, dass ich hier die Kuh, dass ich die Abzüge genommen habe. Was auch noch geil war, bei dieser Online-CD, was man sich ja beauftragen müsste bei der Sony, da gab es auch ein Spiel dazu. Ich habe wieder vergessen, wie das Spiel heißt. Irgendwas mit Arena, auf jeden Fall. Und das ist so ein Shooter-Spiel, aber nicht, du bewegst dich nicht als Mensch, sondern als Fahrzeug. Also du fährst da Fahrzeuge und musst andere Fahrzeuge zerstören. Das ist halt ein reines Online-Spiel auch. Das habe ich auch unglaublich gesucht. Das war halt, wie gesagt, auch ein kostenloses Spiel. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Ey, Arena irgendetwas. Und das waren vollwertige Spiele auch noch gewesen. Man konnte da halt wirklich online spielen. Das war so geil. Ja, ich kenne das Spiel. So, jetzt genug Smalltalk. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Also bei Mautstellen kann ich ein bisschen Smalltalk mit euch führen. Aber so bei Rennen, vor allem bei Drag-Rennen, ne, ist es ein bisschen unmöglich. So, drei Runden, das war jetzt. Was war das jetzt? War das ein K.O.-Rennen oder einfach ein Rundkurs? Bei drei Runden bin ich mir halt nicht sicher, ob das jetzt K.O.-Rennen ist oder nicht. Deswegen auf jeden Fall nicht letzter bleiben jetzt nach der Runde. Gucken wir mal. Wir werden das spätestens nach der Runde erfahren, was das für ein Rennen ist. Ich glaube, das ist ein normales Rundkursrennen. Aber wie gesagt, wir sind sogar K.O.-Rennen ein bisschen lieber, weil gegen Ende weniger KI, das heißt auch weniger Chance, auch dass die KIs dann gewinnen. Und sobald ich gegen nur einen fahre, dann habe ich eigentlich eine höhere Chance, das Rennen zu gewinnen am Ende auch. Aber das weiß ich noch nicht, ich habe das jetzt nicht so ganz erforscht. Ich bin kein Prozessor, wollte ich schon sagen, Professor. Ah, Junge. Das Dumme bei Drag-Rennen ist ja auch noch, habe ich vergessen vorhin zu sagen, wir haben nur 1500 Prämie bekommen. Nix, nada. Und übrigens, wir haben richtig viel Kohle jetzt. Ne? Ich habe mir aufs Screen kurz nachgeschaut, habe ja ein Nitro eingebaut, hier Nitro Stufe 2. Und wir haben 120.000 Credits. Ich sag Credits, weil Prämie hört sich immer komisch an. 120.000 Credits haben wir. Also jetzt haben wir ja richtig Money, Alter. Jetzt können wir uns sogar ein Auto kaufen und haben da eigentlich kein Problem mit dem Geld mehr. Aber dennoch, ich fahre erstmal mit dem Wagen hier. Ich bin aktuell mega zufrieden mit dem Wagen. Irgendwann werden wir schon ein anderes Fahrzeug uns holen. Ob wir den Wagen jetzt kaufen oder wo auch immer, keine Ahnung. Ich versuche jedes Mal ein Auto zu gewinnen, wenn das nicht klappt, dann halt. Das ist nicht so schlimm, weil ich bin mit dem Wagen super zufrieden. Und das ist kein K.O.-Rennen, das ist ein normales Rundkursrennen hier. Ja, das ist auch, naja, nicht so toll wie gesagt. Aber wir haben, können aktuell solide führen. Wir führen solide aktuell, mein Gott. Boah, aber so. Wie viel Verkehr hier merke ich gerade? Also hier ist der Verkehr hoch eingestellt wahrscheinlich. Aber bis jetzt können wir immer hier elegant Parcours fahren und haben jetzt nie so richtig jetzt in diesem Ganzen zumindest keinen Unfall gebaut aktuell. Kaum sage ich das, passiert wahrscheinlich das gleiche auch, dass wir hier einen schönen Unfall bauen. Das wäre natürlich nicht so schön. So. Die ganze Zeit hier rufen die Verkehrsteilnehmer. Also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in Real Life, wenn ich dann auf einmal sehe, dass vor mir einer mit 300 km/h fährt. Bringt das überhaupt was zum Rufen? Ich weiß es nicht. Aber die rufen ja die ganze Zeit hier, ne? Also was würdet ihr denn tun? Würdet ihr auch dann rufen wie die KI-Verkehrsfahrer hier?
Ach, ich stelle wieder Fragen, ne? Das ist ja normal bei mir. Boah, aber ein Träumchen. Wie oft habe ich jetzt den Wagen gelobt? Keine Ahnung, aber es ist wirklich ein Traum zu fahren. Also gut, dass wir den Wagen gewonnen haben, ey. Ohne Mist. Hätte ich den Wagen jetzt nicht gewonnen, wären die Rennen wahrscheinlich echt tricky. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass unser LX8 jetzt nicht so schnell ist, aber der Rang ist einfach nicht so schnell. Ach komm. Ich reagiere wieder tot. Der Tod sagt ja auch immer, also Super Mario Kart, ne? Wenn du tot fährst und du getroffen wirst als Tod, dann macht der immer wow. Tod ist übrigens mein Lieblingscharakter im Mario-Universum. Ich spiele immer als Tod überall. Deswegen mache ich ihn immer nach. Wow. Das macht der Tod immer. So, jetzt muss ich ja den Speedbreaker nutzen. Jetzt hätte ich die Kurve nicht gut getroffen. Und da ist das hier auch schon. Sauber. Gut. Ich glaube, wir haben noch ein Rennen vor uns, aber ich glaube, das Rennen werden wir dann im nächsten Part machen. Oh, das war super. Was ist das für ein Rennen? Ja, K.O.-Rennen. Das machen wir dann im nächsten Part. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.